Ja, uns fehlt einfach zurzeit diese Lockerheit, was wir letztes Jahr hatten, und ja, wir spielen einfach zu verkrampft. Und da kommt einfach nicht so ein Spielfluss zusammen wie letztes Jahr. Wir müssen einfach wieder diese Lockerheit reinkriegen. Schwer zu sagen. Also natürlich gibt es mal so Situationen, wo man einen Wiederbeweis bräuchte, aber ich denke mal, man soll einfach so lassen im Fußball, wie es ist. Mal abwarten. Also ich habe noch Vertrag bis Sommer und dann werden wir sehen, wie es weitergeht. Natürlich wäre Deutschland sehr reizvoll und England und Spanien auch natürlich. Vor allem dieses Jahr ist es vor allem der letzte Pass fehlt eigentlich bei uns sehr oft. Also da müssen wir uns wieder verbessern dieses Jahr. Aber ich denke, wenn wir so spielen wie letztes Jahr, dann brauchen wir uns eigentlich nicht viel verbessern. Vom Sportlichen natürlich ja, die Champions League wird natürlich sehr reizvoll, aber es wird eine sehr schwierige Aufgabe. Das Hauptziel ist jetzt schon sehr schwer zu erreichen natürlich, dass wir 11 Punkte hinter der Austria sind. Aber wenn es doch möglich ist, die Meisterschaft natürlich noch zu holen. Natürlich versuche ich die jungen Spieler weiterzuhelfen, auch wenn ich mit denen rede natürlich. Und am Platz versuche ich natürlich das Spiel an mir zu reißen und die jungen Spieler zu helfen. Ich konnte das von der Bank mitverfolgen natürlich. Ist natürlich nicht sehr schön. Aber natürlich waren sie sauer nach dem 0 zu 2 und ja, ist verständlich auch. Und, ja, aber schlussendlich haben wir noch 3 zu 2 gewonnen und ja, sind gut nach Hause gefahren. Kommt ins Stadion und unterstützt uns 90 Minuten lang.